Apfeldoktor Inkis Kastel, nochmal der Ben, hallo. Ja, was soll ich sagen, im Moment scheitern irgendwie alle unsere Videos. Der Andi hat am Samstagmorgen 2 Videos gemacht, die konnten wir beide nicht nehmen, weil sein Rechner nur gehangen hat. Letzte Woche hat er schon eins gemacht, das wurde gar nicht aufgezeichnet. Ich habe heute Morgen, mache jetzt das 3. CPU-Video. Beim ersten ist der Rechner abgestürzt, das zweite war wunderbar, alles rebolt, alles einwandfrei. Und dann hinterher stelle ich fest, die Festplatte ist voll und er hat das Ding nicht gespeichert, also es ist zum Brechen. Es war wirklich, war alles so schön vorbereitet, es war eine Datenrettung gewesen, ja. Die läuft auch soweit. Jetzt nehme ich einfach hier ein Sampleboard, das hier rumliegt bei Logic Boards defekt, das wir als Spender benutzen, und zeige euch da mal, wie man den CPU rausnimmt, nur mit Unterhitze. Wir machen das generell so, gerade im Datenrettungsbereich nehmen wir den CPU nur mit Unterhitze raus. Ganz einfach, der Grund, wenn wir mit Oberhitze arbeiten, müssen wir in der Regel auch später SD-RAM vom CPU nehmen und den nochmal reballen und verlöten. Und wenn wir es nur mit Unterhitze machen, quasi nur die Hitze von unten beiführen, haben wir später den Vorteil, dass wir keine kalte Lötstelle unter dem SD-RAM bekommen und dementsprechend wirklich nur den CPU an sich reballen müssen. Ja? So, von daher werde ich euch jetzt einfach einmal zeigen, wie entnehme ich den CPU nur mit Unterhitze und wie reball ich den dann. Ja? So, das sind die Dinge, die ich euch hier zeigen möchte. Ist halt leider ein Schrottbord jetzt, ich kann euch das Ding also hinterher nicht hochfahren. Ja? Die nächste Datenrettung nehme ich euch dann aber definitiv auch mit und das Mikroskop. Es ist jetzt wirklich, es tut mir leid, ich bin schon abgefuckt genug jetzt davon, dass ich da im Endeffekt meine wertvolle Zeit auch verschissen habe. Hätte ich jetzt nicht den Andi und den David hier, die ganze Zeit reparieren, dann wäre es dreimal so ärgerlich, weil das hat, ja, hat Zeit gekostet. Egal. So, also ihr nehmt euch einmal Unterhitze 150 Grad und dann 250 Grad Heißluft auf der TSEQ. Und kratzt euch dann erstmal den Kleber rund um den CPU weg. Ja, die 250 Grad, wenn ihr die mit bisschen Abstand und sorgsam einsetzt, dann passiert auch da am SD-RAM nichts. Ja. Von daher ist das dann wirklich okay. So, schön vorsichtig, ganz einfach einmal den Kleber rund um den CPU lösen. So, und hier genau dasselbe. Einfach einmal vorsichtig durchfahren. So, wenn ihr das dann erledigt habt, dann fahrt ihr eure Unterhitze hoch. Ich fahre die jetzt hier hoch auf 300 Grad. Ganz einfach, ab Werk haben wir ein pleihaltiges Lot, das im Endeffekt den CPU mit dem Logic Board verbindet. Und das hat einen höheren Schmelzpunkt. Ja? So, das heißt, wir können jetzt hier, das ist eigentlich ganz komfortabel, wir warten jetzt einfach ab, bis sich das Lot verflüssigt. Dann lösen wir den CPU und dann gehen wir hin, reballen den CPU, allerdings mit einem pleihaltigen Lot. Und wir nutzen dann hier nicht die Alpha 5100, die zeige ich euch in einem anderen Video, sondern wir nutzen jetzt hier, die ist umgefüllt, also die Kartusche ist leer, wir nutzen hier Mechanic Solder Paste, extra für CPU bekommt ihr die, da gibt es auch noch die PPD Pro und auch noch ein paar andere in China, könnt ihr bei AliExpress bestellen und kostet auch so gut wie nichts. Und die hat einen Schmelzpunkt von 183 Grad, also von daher ist ein Niedrigtemperaturlot oder ein Lot mit geringerem Schmelzpunkt. Ja. 14619, gerade mal nachschauen, 14619. Ja, da konnte irgendwas nicht zugestellt werden, zeig mir das mal her. Zeig mir das mal bitte her. Ah, okay. Alles klar. Ja. Die sind wirklich manchmal ein bisschen unfähig. What's that?
Ich finde das immer so schön. Ah, dann kommen hier schon die T-Shirts von T-Tronics. Ja, das braucht jetzt hier sowieso ein bisschen im Endeffekt. Von daher können wir das ja ein bisschen überbrücken. Ich schaue mal nach. Ah, das dauert noch. Der ist noch am Hochfahren von der. Da ist jetzt aber noch nichts drauf, gell? Von der Hitze. Nee, nee, die sind einfach nur mal zum Anprobieren und so. Zeig mal her. Also Leute, ich werde es verzeihen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt einfach warten, bis die Hitze hochfährt, ja, und bis der CPU sich löst, ja. Gut, das hier sind genau die längeren, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wunderbar. Muss man nur Das gerade hier gucken, wie ist die scheinbar ein Größe ist. Schlupfgasack. Ja, zeig mal, genau. Ich hatte noch einmal wie so ein Arztkittel im Endeffekt, genau. Sind das alles verschiedene, was ich Ja, jetzt und das sehe? sind dann die Standard-T-Shirts mit V-Ausschnitt. Cool, mega. Ja, müssen Guter Quali. wir später nur mal Nur schauen, von wie die. DMC, nicht von Fruit of the Ja, Loom. Fruit of the Loom, ja. Ja, super, probieren wir später mal die Größen an und dann können wir das gerade schon weiterschicken Ich denke, und. du brauchst L, ich brauche M. Cool, das ist ja mega. Das nenne ich so aus. So, wie ihr seht, hier der Simlaser, der ist schon lose. Unterm CPU haben wir natürlich mehr Masse. Und dementsprechend dauert das Ganze einfach ein bisschen länger. Und wir haben natürlich auch noch Klebemasse unten drunter. So, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Wir nehmen mal den Simlaser runter, den können wir später einfach wieder verlöten. Das ist kein Problem, das stört ja keinen. Haben wir hier einfach auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da schön ranzukommen und auch hier unten CPU drunter zu fahren. So, ist aber eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt so zusammen machen, weil dann sieht man hier schön, ist ja halt noch Klebemasse drunter. Man kann dann wirklich ganz schön und vorsichtig drunter fahren. Wir können noch ein bisschen Heißluft zu Hilfe nehmen, allerdings nicht wirklich viel. Ja. Dann geht man hier in einem Temperaturbereich von 200 Grad noch dazu und föhnt vorsichtig bei. So. Wirklich nur unterstützend und nicht mit viel Heißluft, ja. Also Temperaturbereich wirklich kontrolliert. Das kommt jetzt eben auch durch das Lot und durch die Verklebung. Können auch noch kurz warten, also es wird gleich alles wirklich schön flüssig. So, ich würde sagen, wir warten einfach noch ganz kurz. Und dann passt das. Geben dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Zeit. Hier an den Seiten löst es sich schon schön. So, und jetzt geht es wirklich so langsam ab und zack, CPU ist drunten. Wie ihr seht, das passt soweit. Und ich würde sagen,
Also Bord ist klar, da zieht ihr jetzt einfach gleich das Lot ab mit Entlötlitze. Komm, nehmen wir auch noch mit, sollen wir es noch mit reinnehmen? Eigentlich wollte ich euch wirklich rein nur den CPU zeigen. So, jetzt können wir hier aber auch mit der Hitze runter. iPhone 6 Plus bestimmt, ne? Geh mal bitte runter und helft immer, dass das der Touch IC ist, ein nettes Display ist. Ich weiß nicht, wie oft ich gewisse Dinge noch erklären muss. So, was hier abgeht, das ist NC an Pads. So, wieder ein bisschen Flussmittel dazu. Sorry, heute Morgen ist ein bisschen ruhiger, es ist Montagmorgen und ich bin auch relativ abgefuckt, weil ich mir da die Mühe gemacht habe mit den Videos vorab. Hier pinnen wir gleich wieder an. Touchy 10 nehme ich an, ne? Ich vermute ja. Den Kondi setzen wir gleich nochmal ordentlich. So. Wir nähern uns dem Ziel. Ich hoffe, dass das Star-Video jetzt wirklich wenigstens aufzeichnet. Hier schön an den Seiten Platz machen und den Kleber wegnehmen. Wenn ihr merkt, dass irgendein Bauteil locker ist, wie hier zum Beispiel, merkt euch das, das pinnen wir dann gleich wieder an. Jetzt nehmen wir uns mal kurz hier ab, den Kondensator. Zeit hättest, Ja, bitte. dann geht das zurück nach, dann an die Adresse Das oder geht nach da? hier. Da habe ich drauf geschrieben. Achso, hier oben steht das. Super. Kein Thema. Habe ich nicht gewusst, dass das dafür steht. Kannst du auch nicht wissen. Das ist meine Zettelwirtschaft. So, und jetzt noch einmal mit etwas Flussmittel und mit Entlötlitze. Dann haben wir das Board soweit vorbereitet.
So, und ihr seht, wenn ihr den Simleser unten rausgenommen habt, ja, was ja wirklich keine Arbeit ist mit Unterhitze, habt ihr nach unten hin auch mehr Platz. Ja? Und solltet ihr mal ein Problem haben, das machen wir in einem anderen Video, dass ihr OpenLine zu der anderen Seite hin habt vom CPU her, ja, dann kann man auch hier durch einen Jumper ziehen und kann dann hier sich so behelfen. Sechs und 6 Plus haben den Touch IC wie die Generation unten drunter auf der Platine. Genau, richtig. So, schaut euch das mal an. Ich denke, das sieht wunderbar aus. Für uns ist es besser. So, wir pinnen hier einmal den Kondensator nochmal an. Das heißt, wir pinnen an, wir verlöten ihn mit Heißluft. So, damit es auch wieder sitzt, sauber machen tun wir das später alles nochmal einmal ordentlich. Ja. Aber so sieht das, denke ich, auf der Platine schon mal ganz gut aus. Passt. Und jetzt schreiten wir zum CPU himself. Erstmal einmal rundum noch die Klebemasse etwas wegschaben mit dem Skalpell. Im Andi seine Videos werden starten. Morgen, spätestens übermorgen, wenn er endlich, der bekommt dann quasi meinen Rechner, ich bekomme mal was Neueres mit ein bisschen mehr Performance. So. Und jetzt geht es um das Thema CPU himself. Das Herzstück des Gerätes. Viele schrecken davor zurück. Müsst ihr nicht. So wild ist es gar nicht. Alles Übungssache. Nehmt euch ein paar Schlachtboards und übt an denen. Nicht gleich ans Kundengerät, wie immer. So. Und jetzt nehmen wir uns Entlötlitze und Hohlkehle und ziehen einmal ganz behutsam das Lot ab und schaben dann auch gerade das Underfill mit weg. Seid da vorsichtig, der Lötstopplack am CPU, der ist sehr anfällig und ganz schnell ist der dann auch weg. Und dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr nämlich mit UV Solder Mask arbeiten. Darum gehe ich immer zwischendurch beim CPU hin, schnapp mir nochmal ein Tuch und reibe das einmal ab. Einfach um mir anzuschauen, wie weit bin ich schon, wie viel habe ich noch, bis ich unten bin und wo habe ich vor allem noch Underfill sitzen, damit ich nicht an den falschen Stellen mit der Entlötlitze, mit dem Lötstopplack runternehme und dann habe ich ein Problem. Weil dann habe ich einen Arbeitsschritt mehr. Und ihr seht, wir nähern uns einem guten Ergebnis. Dass ich Zeit verhaue heute Morgen nur für Videos. Ne? Das hier ist ja reine Arbeitszeit, weil ich zeige euch das an der Demo-Platine.
jetzt den Andi und den David nicht, könnte ich das nicht machen. Dem David seinen Mikroskopständer ist übrigens bestellt. Der sollte die Tage dann hier auch eintreffen. Alles andere haben wir noch da. Und dann haben wir den dritten Mikroskoparbeitsplatz. Und schaut mal, es wird wirklich, es wird. Wir nähern uns dem optimalen Ergebnis. So, und ich sage, jetzt sind wir an einem Punkt, der sehr, sehr, sehr gut ist. So, fast perfekt. Noch einmal hier in diesem Bereich an der Seite und oben ein bisschen drüber und dann passt das. Zeit für die Lötabsaugung. Die da steht und einfach nur noch nicht montiert ist. So, das sieht doch sauber aus, würde ich sagen. Und jetzt brauchen wir einfach nur den Stencil. Ja, kannst du machen. So, jetzt gehen wir hin, machen einmal den Stencil schön sauber. Und dann reballen wir zusammen den CPU. Gibt auch mehrere Möglichkeiten. Wir haben auch noch von PPD haben wir noch so ein Tool, da kann man den quasi mit Unterhitze reballen. Da kommt in eine Form unten das Lot rein und der CPU wird von oben aufgesetzt. Das ist auch eine Möglichkeit, funktioniert auch, funktioniert sogar recht gut. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie es mit Heißluft funktioniert. So, dann einmal mit bisschen Druckluft. Stencil sauber machen, Stencil auflegen. Sieht gut aus.
So. Und jetzt nehmen wir uns von unserer Mechanik-Lotpaste mit einem Schmelzpunkt von 183 Grad und packen Lot drauf. Mache ich mit dem Skalpell. Digga, ich bin gerade voll konzentriert hier in meiner CPU-Kacke. So, und jetzt schnappen wir uns die Heißluft. Wir haben ja Niedrigtemperaturlot, sprich, wir gehen jetzt mal auf 20% Luftstrom bei 260 Grad. Schnappen uns die Heißluft, fixieren den Stencil oben und unten mit der Pinzette. Bringen erstmal ein bisschen Wärme ins System. Eine große Fläche, also ruhig auch ein bisschen an der Seite anföhnen. So, und ihr seht, es beginnt sich etwas zu tun. Ich starte immer rechts unten in der Ecke. Arbeite mich dann erstmal rüber beim CPU. Und dann Stück für Stück. Langsam, langsam. Vorsichtig und langsam, wir haben keine Eile. Wir wollen hin zu einem perfekten Ergebnis. So, und jetzt kommt mein persönlicher Trick 17. Lassen jetzt ganz kurz erkalten und ihr seht hier an manchen Stellen ist das Lot ein bisschen höher. Ja? Das ist aber jetzt gar kein Thema, weil wir schnappen uns jetzt unser Skalpell, machen eine neue, wirklich noch sehr, sehr scharfe Klinge drauf. Und dann schaben wir hier einmal einfach drüber, vorsichtig, ganz vorsichtig. So, und dann seht ihr, dass an manchen Stellen etwas Lot mit abgeht. Und was bewirken wir hiermit? Wir haben später eine absolut gleiche Verteilung des Lots. Ja, der Andi schaut auch ganz interessiert zu. Das funktioniert besonders gut, weil dieses Lot hier ist relativ weich. Ja, habt ihr da jetzt irgendwie ein bleihaltiges Lot, das unheimlich hart ist, dann geht das nicht so einfach. So, und jetzt geht ihr hin. Und macht euch wieder, deine Mutter will es auch immer hart, ich weiß. Jetzt gehen wir hin und machen uns da noch einmal ein bisschen
ein bisschen Flussmittel drauf. Und lassen das Lot nochmal sich verflüssigen. Dauert kurz, wir arbeiten nicht mit sehr viel Hitze. Jetzt sieht man ganz schön, wie überall das Lot verläuft. So, und jetzt sollten wir einen wunderschönen Rebolton CPU haben. Mit gleich großen Lotkugeln überall. Jetzt gehen wir hier rum mit der Temperatur, gehen wir jetzt mal hoch auf 310 Grad. Und fahren gerade noch einmal drüber, nachdem wir den Stencil abgenommen haben. So, ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Wir haben sogar hier oben im Eckbereich ich weiß nicht, ob ihr das seht, sogar hier, wo wir häufig Probleme haben, sogar da sind die Lötkugeln wirklich exakt gleich groß. Ja? Und das ist eine Kunst, würde ich sagen. CPU Reballen an sich ist eine Kunst und ihr glaubt nicht, wie viele Stunden und Tage und Nächte und Wochen und Monate ich darauf verwendet habe, bis ich mal an so ein Ergebnis gekommen bin. Ja? Also das macht man auch nicht einfach mal eben so. So eine CPU-Geschichte, die ist richtig Arbeit und deshalb ist das eben auch richtig teuer. Datenrettung mit Board Swap, Chip Off, die kosten richtig Geld. Zumindest mal bei uns, weil wir lassen uns das dann auch ordentlich bezahlen. Ja? So, jetzt könnt ihr hingehen und könnt das Ganze aufreinigen. Und dann sieht das Ganze richtig gut aus. Ihr merkt, dieses Video ist heute wirklich mal etwas ruhiger. Normal geht es hier immer richtig rund, aber bei solchen Dingen muss man sich dann halt auch wirklich einfach konzentrieren. Und dann ist es auch mal ein bisschen ruhiger. So, hier das Stückchen können wir noch entnehmen. Hier oben die Lötkugel, das passt. Funktioniert. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, der Andi ist wieder da und schon fleißig am Löten. Wieder voll in der Arbeit. Das hier ist mein Schwiegerpapa, den ihr da vielleicht im Bild seht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Ja, wir sind live. Der Versicherungsmann hat unten einen Schlüssel für hinten rein. Die haben nur was reingestellt, aber nichts weggenommen. Ne? So. So, dann würde ich sagen,
das Ergebnis noch einmal ein bisschen präsentieren, auch von der Seite. Um zu sehen, das ist wirklich erste Sahne. Das ist wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wie man das hier auf der Mikroskopkamera sieht. Oder, also ich sehe es hier, es ist wunderbar. Es sieht einwandfrei aus. Wir müssen hier noch einmal sauber machen. In der Mitte hängt wirklich noch ein bisschen Schmaddel. So, wunderbar. Und dann, ja gut, ich meine, euch jetzt an einer Schrottplatine zeigen, wie man das Ding verlötet. Mein Gott. Okay. Ihr geht hin, reinigt schön die Platine auf, ja, so wie ihr hier seht. Dann dreht ihr die Unterhitze schön auf. Macht etwas Flussmittel hier hin, wie sich das gehört. Ja. Beim Mausen benutzt der eine oder andere Vaseline und wir benutzen zum Löten eben Flussmittel. Dann schnappt ihr euch den CPU und werft den drauf. Richtet den schon aus. Und dann tut den Rest die Zeit. Das können wir uns jetzt gerne noch kurz zusammen anschauen, wie der im Endeffekt dann sich hier zuzieht. Nachdem die Unterhitze ihren Teil tut, und dann werfen wir auch gern noch den Simlaser wieder mit drauf. Ist auch kein Thema. Damit ihr seht, dass das wirklich kein Problem ist. So, und dann lassen wir den Rest die Unterhitze tun, würde ich sagen. Dauert jetzt kurz. Wir haben neue Kameraperspektive, also es geht jetzt weniger mehr um mich als mehr um die Arbeit, und ihr seht dann auch noch im Hintergrund, was die anderen hier irgendwie treiben. Ich hoffe, das gefällt euch. Andi wird, ich denke, morgen, übermorgen mit seinen Videos starten, wenn wir die Rechner umgestellt haben. Der freut sich auch schon richtig drauf, einfach mal Videocontent zu liefern. Ja. Ich denke, hier mit diesem Video zeigen wir jetzt auch mal, dass wir ein bisschen mehr können als nur so ein Standardquatsch. Ja. Wie TriStar, Audio IC oder sonst was. Ne? Weil mit dem Mund kann man viel, aber was man dann umsetzen kann, das ist dann immer so die andere Sache. Deine Mutter kann auch viel mit dem Mund. Deine Mutter kann viel mit dem Mund, und jetzt bist du lieber mal ganz leise, ja? So, Andi ist ja eher so der schüchterne Typ, ja? Das heißt, das ist der sich im Swingerclub eher nehmen lässt, als dass er nimmt. Ja. So, und ihr seht, es beginnt zu brodeln. Und hier, wenn ich den anstupse, seht ihr schon, beim CPU dürft ihr natürlich nicht so sehr stoßen wie beim Andreas seiner. Ja, und dann seht ihr schon, der bewegt sich leicht. Danke. So, und wenn er das tut, dann wisst ihr, ja, hier, ne, er ist da, wo er hin soll. Er hat sich rangezogen. Auch hier verflüssigt sich gerade das Lot am Simlaser. Simlaser warten wir noch kurz. Das ist ein bisschen mehr Masse.
So, auch der Sim-Leser sitzt. Jawohl. So, dann könnt ihr die Unterhitze wieder runterfahren. Dann habt ihr im Endeffekt ein CPU mit Unterhitze entnommen, den CPU gesäubert, reballt, die Platine gesäubert und alles wieder mit Unterhitze verlötet. Ja? Die schonendste Form, das zu machen, ganz klar auch fürs SD-RAM. Wir haben unterstützend 250 Grad Heißluft noch genommen, haben von der Seite ein bisschen angeföhnt, von oben ein bisschen angeföhnt, weil ganz einfach anders es sehr, sehr lange dauert, bis der CPU sich löst, wenn er von Werk ab auf der Platine verlötet ist. Ja, so, das war es im Endeffekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal ein Video der anderen Art. Ja. Wir werden auf diese Art und Weise in einem der nächsten Videos mal noch einen iCloud Unlock präsentieren, indem wir ganz einfach dann eine Rolling-Platine dafür nehmen. So, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und wir streamen auch im Moment des Häufigeren auf Facebook. Das wird auch mehr werden. Livestreams, eventuell auch YouTube-Livestreams. Ich danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Ben vom Apfel Dr. Dumplis Castle.